Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Java Tutorials. Heute geht es um das Programm Hello World, allerdings nicht wie zuvor in der Konsole, sondern jetzt als JFrame. Dazu habe ich schon mal erklärt, wir nehmen den Java-Editor, da wir hier die tollen vorgefertigten und sehr hilfreichen Dateien haben, Entwürfe. Layouts für Dateien so. Das JFrame, also erstmal generell, es gibt hier einmal das normale Frame und einmal das JFrame. JFrame ist das neuere, deswegen werden wir auch nur JFrame, JDialog und JApplet benutzen, da diese einige Vorteile haben. Zum Beispiel kann man sie durchsichtig machen und ja, andere Vorteile gibt es halt auch noch, die mir jetzt gerade nicht so einfallen. Erstmal klicken wir auf JFrame, dann kriegen wir hier einen Speichern-Button. Da einfach mal irgendwas eingeben. Halt den Dateinamen normal. Und dann sehen wir schon, das hier wird erst später, wenn wir das in andere Programme einbinden, richtig relevant. Deswegen werde ich es jetzt mal schließen. Das hier ist der Quellcode. Den werde ich gleich mit euch durchgehen, was welcher Teil hier macht. Und das hier ist das eigentliche Applet. Wir bekommen hier also, nicht Applet, sondern eigentliche JFrame. Wir bekommen hier also schon eine Ansicht, wie es denn später mal aussehen wird. Und können damit aktiv arbeiten. Ja, gehen wir erstmal durch den Quellcode. Zum Beispiel ein bisschen größer. Ja, in Java. Als erstes kommen die Imports. Bestimmte Dinge, die zum Beispiel dafür benutzt werden oder gebraucht werden, damit das hier so angezeigt werden kann, wie es angezeigt wird. Wofür die einzelnen Dinge stehen, könnte man jetzt nachgucken. Also Event zum Beispiel, wenn man auf einen Button klickt, dann ist das ein Event. Swing sind verschiedene Einstellungen. Wir haben einmal ABT und Swing, dazu komme ich gleich noch, wenn wir da was reinschreiben. Wobei ABT wieder die ältere Version ist. Wir werden hauptsächlich Swing 1 und Swing 2 hier benutzen. Ja, sind halt die neueren Sachen, die weniger Prozessorleistung etc. pp. Brauchen. Ja, wie in jedem Java-Programm wieder Public Class. Dann der Classname, also öffentliche Klasse Hello World, welche ein JFrame darstellen soll. Hier werden wir gleich noch unsere Attribute reinschreiben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel unten eine Variable benutzen, dann wird die hier oben deklariert und nicht definiert, aber deklariert. Also geschrieben zum Beispiel int i oder boolean f und so weiter und so fort. Weil in Java ist das nun mal so, dass man die vorher deklarieren muss, also sagen muss, dass es sie gibt, bevor man sie beschreiben kann. Das kann nämlich zu Fehlern führen, dass das Programm nicht weiß, was das für eine Variable ist, wenn man hier unten jetzt reinschreiben würde. Int a ist gleich f plus b mal c. Dann kann das sein, dass das zu einem Fehler führt. Dann haben wir unsere erste Funktion, public, natürlich öffentlich aufrufbar. Hello World. Einen übergebenen String, den wir im Folgenden mit der Variable Titel abrufen können. Und ja, die Funktion lasse ich mal kurz aus und gehe mal eben ganz nach unten zu unserer initiierenden Funktion. Public, also öffentliche Funktion, initiierende Funktion ohne Rückgabewert, nennt sich Main und hat natürlich unsere String Args. Wieder ganz normal wie in dem Konsolenprogramm genauso. Und hier wird halt eine neue Klasse oder ein neues Objekt hergestellt. New Hello World, Hello World. Das heißt, vielleicht habt ihr die PHP-Videos, ich glaube, ich habe dazu schon Videos gemacht, objektorientiert angefangen. Das hier oben ist praktisch eine Klasse, die nennt sich Hello World. Damit kann man bestimmte Sachen machen. Und mit New ruft man in Java eine neue, also wenn man eine Klasse nehmen will, dann heißt das dann Objekt.
Das heißt, man bildet ein neues Objekt. New Hello World, das heißt, ein Objekt soll gebildet werden von Hello World mit dem Titel hier übergeben Hello World. Das ist halt nachher das, was hier oben drin steht im Titel nochmal. Ja. Dann zu der Klasse Hello World. Erstmal, hier steht schon Frame-Initialisierung. Das heißt, dieses Teil ist ja der Frame, dass das erstmal aufgerufen wird. Super, damit kann man den Titel eingeben. Da gibt es auch noch andere Werte, die kann man dahinter schreiben. Welche das sind, habe ich jetzt so nicht im Kopf. Kann man nachgucken. Set Default Close Operator Window Constant Dispose on Close. Das heißt so viel wie, wenn du hier oben raufklickst, dann schließt es. Dann kann man einmal die Frame Width, also die Breite und die Höhe einstellen. Das finde ich auch gerade hier gut, weil wenn ihr jetzt mal auf die Werte achtet, wenn ich hier was verändere, dann verändern die sich mit. Das heißt, ich kann hier aktiv meinen Content anpassen. Set Size ist halt einfach nur, dass er das, was man hier vorher eingegeben hat, in den Frame mit einbezieht, also dass er den auch wirklich so groß macht. Wenn man diese Zeile jetzt rauslöscht, dann wird er es nicht mehr übernehmen, dann wird das keine Ahnung wie groß werden. Dimension D, das soll eigentlich nur die Größe von eurem Bildschirm, also dem Anzeigebildschirm, einmal bekommen. Dann wird die, also ich denke mal, unten die Weite wird in X gespeichert, steht ja auch hier dWidth ist gleich getSize.wide und Y ist die High minus getSize.high durch 2. Damit gibt man halt an, wo das Fenster gestartet werden soll. Ob hier, ob da oder ob hier unten. Kann man halt nach Belieben auch selber einstellen. Wenn man jetzt fünf Fenster öffnen will und die direkt nebeneinander haben will, kann man das natürlich selber einstellen, bei wie viele Pixel sie geöffnet werden sollen. Dann Set Resize Able ist klar, wenn man das Fenster jetzt als Application offen hat, ob man hier unten reinklicken kann und das, ja, die Größe halt ändern kann. Container CP, Get Container Pane. Das ist, ich denke mal, dieser ganze Inhalt, der Content, der hier rein kann. Danach, wenn ich da jetzt was einfügen will, zum Beispiel ein Textfeld, klicke ich hier erstmal auf Swing 1 und habe hier ein Feld, wo ich nur im Programm was reinschreiben kann. Das hier sind Felder zum Beispiel, wo ich Text, dann, wenn ich die Application offen habe, was reinschreiben kann als Benutzer und das hier halt nur als Programmierer. Wir wollen jetzt nur Hello World ausgeben, deswegen klicken wir auf JLabel und klicken einmal rein. Dann kriegen wir hier schon unseren JLabel, den wir hier dann bearbeiten können. Nämlich bei Anfang Komponent, Ende Komponent. CP ist also dieser Container, wie ich schon sagte. Erstmal wird deklariert JLabel 1, Set Bounds so und so, so und so, so und so, so und so. Das ist halt wie hoch, breit, also wie, ihr seht das. 88 ist das, wie weit es nach links und rechts verschoben ist. Hier ist 0, da ist der Maximalwert halt vom Fenster. Die 32 ist halt wie hoch es ist. 110 ist wie breit es ist. Und 20 ist wie hoch es ist. Halt normal. Dann können wir den Label Text eingeben. Ich mache das mal ein bisschen. Doch, ich lasse das so. So, den Label Text. In unserem Fall, weil wir ja Hello World ausgeben wollen, Hello World. Und zum Schluss in ne, fehlen gerade die Worte. Zum Schluss fügen wir diesen eben erstellten JLabel 1 zu dem Content hinzu. Wenn wir diese Zeile rauslöschen, dann ist der halt nicht mehr drin. Probieren wir jetzt auch mal aus. Ich kompiliere das jetzt mal. So, jetzt haben wir hier unser Hello World Programm.
Hello World. So, wenn ich hier jetzt unten zum Beispiel dieses CP-Add rausnehme, kommentieren ganz klar mit zwei Schrägstrichen und das nochmal ausführe, dann sehen wir nichts. Genauso, wenn ich das jetzt adde und dann dahinter CP-Delete müsste es ja eigentlich sein. Oder CP-Del, ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus, weil es logisch ist. Und das jetzt kompiliere, cannot find symbol, das heißt, del ist es schon mal nicht, delete vielleicht. Ist es auch nicht. Ist wahrscheinlich was anderes. Lassen wir das, ist ja auch nicht so wichtig für den Moment. Auf jeden Fall mit cp-add hat man halt dieses Hello World drin. Der einzige Nachteil jetzt bei sowas ist, dass man nicht den Content angezeigt bekommt hier drin. Das heißt, man muss so ungefähr schätzen, wie groß der Text ist, damit man das jetzt zum Beispiel in der Mitte zentrieren kann. So viel dazu erstmal. Das war Hello World im JFrame. Bis dann, ciao.